Herr Präsident, die Damen und die Herren, wir haben heute Mitten ganz viel richtig Konstern hören und ganz viel richtig Frohen die Gestalt gesehen, für allem auch vom Herr Wieseler. Mir leider Gottes am Eisenern immer die falsche Antwort hören. Und ich will mich einfach nur konzentrieren an der kurzen Zeit, die ich schon, ob die Argumente für was das den Tram die falsche Antwort ist an Eisenern. Etwas vorher, alles geht um die Pendlerproblematik. Etwas vorher, der Pendler, den an Stadtmäuers kennt, der steht. Er steht mit seinem Auto am Stau oder er steht am Zug. Kapazitäten vom Zug sind erschöpft. Es können also am Moment nicht mehr Leute an Stadt kommen mit dem Zug, also bis lo, ob matt oder ob ohne Tram. Nicht mehr spät wie gestern, so der Romain Meyer, den Sprecher von der CRL, von 80.000 französischen Pendlern kommen 10%, wir schwätzen also von 8.000 Leuten, mit dem Zug zum Job. Die Politik würde diesen Anteil gerne steigern, doch mit den derzeitigen Kapazitäten ist derzeit nicht viel mehr drin. Wir gut hätten das nicht können, ob den Punkt bringen. Für viele Leute, mehr schnell von der Gär auf der Kirchspiech, die ja immer ungesperrt wird, dass die meisten neue Arbeitsplätze entstehen, zu bringen, so ich brauche ein Kilometer Schien zu lehren. Haut schon für die Säle Slams mit Hechkapazitätsbussen an Claude Wieseler, ich muss mich da korrigieren, die fuhren an engem Minutentakt, also an engem viel mehr großen Takt, wie den Tram jemals kann fahren. An dort mit wenig Aufwand, mit einer besseren Rotluftschaltung zum Beispiel, kann den dort nach optimisieren. Der größte Nordteil vom Tram als Dämmklammer. Haut für den an der Stadt von egal was für einen Punkt, ob egal was für einen anderen Punkt, man Bus mit einmal umklammern. Haut für den Bus, wenn ihn auf der Kirchspiech fährt, da fährt E-Bus auf der Boulevard Frieden, es fährt E-Bus auf der Boulevard Kennedy, es fährt den anderen Bus, beispielsweise Dohl oder der Reha-Zentrum. Das heißt, jeder hält den Zug, den er braucht. Mehr fährt den Tram, mit Schnimmen auf der Boulevard Kennedy. Mehr muss den Diddlinger, der bei RTL schafft, wenn er will, auf den Schaff kommen, den Zug holen, zu Diddling. An der Beteburg fahren, da klemmt den hält den Zug an Stadt, da klemmt den hält den Tram bis Lux-Expo, und von da aus geht den Damm zu Fuß. Der Schüler von Leidling, den haut daheim ein Bus kriegt, zu Leidling, den er bei sein Lisse bringt, ob der Lampertsbirch. Den muss mehr, ob der Pôle d'Échange Gare, oder später ein Kehr Klostor fahren, dann den Tram holen, bis auf die Glassi, und dann da ein Navet bis bei sein Schaul. Bref, Konklusion ist ganz klar, kaum ein Pendler profitiert wirklich von dem System, den er angefordert wird. Und wir kriegen kein einziger Pendler mehr auf den öffentlichen Transport. Das schwätze ich für den Städterleit. Auch mir Städter gegen plötzlichen Tram, nicht nur, weil ein Städter verschampeliert. Wie gesagt, heute komme ich als Städter mit meinem Bus mit maximal einer Umklammer von quasi all Punkt auf quasi all anderen Punkt. Nur geht Umklammern Volksport. Ich gebe euch einfach Beispiel. Ein edler Damm wohnt an der Rue Anatole France. Für die, die sich an der Stadt nicht auskennen, der das zu Bohnenweg. Also, sie muss an das Centre Hospitalier, oben auf der Erler Straße, an die Blutanalyse. Haut kriegt sie einen Bus zu Bohnenweg. Fährt mit dem bis auf Place de Paris, klemmt da immer auf einen anderen Bus, an den bringt sie bis zum Centre Hospitalier. Nur hält sie den Bus an der Rue Anatole France, fährt dann bei Kooperativ zu Bohnenweg, muss da rausklammern, muss über die Treppe gehen, ob der geht bis zur Station vom Tram. Da fährt sie mit dem Tram auf Place de l'Étoile. Und auf der Place de l'Étoile muss sie dann jetzt zu Fuß gehen an Route d'Arlon. Und da eine Bushöhle, um dann an das Centre Hospitalier zu kommen. Das ist Fakt. Nee, Herr Bausch, das ist lächerlich, das ist Fakt. Dann die Autofuhrer. Also Pendler profitieren nicht, Städter profitieren nicht, profitieren die Autofuhrer. Ganz bestimmt nicht. Es gibt eine Tüte, von der nach kein Mensch gesperrt wird, mit vollem Fug errecht, weil sie gibt nämlich die Sache, du bist ein versalzen, und da das die Tüte von Schredria Sossi, was Kreuzungen nur geht. Schredria Sossi hat an der Tüte die Oplauch, leider Gottes wäre eine längere Vakanz, leider Gott zu viel zu wenig Schleizer geguckt, durchgelöscht und eine halbe Dose Kreuzungen gibt, die einen Infarkt müssen befährten für den Autoverkehr. Eine Kreuzung haben sie allerdings vergessen, und da das Place de l'Étoile. Und noch da ganz konkret,
Den Tram, den der Lohai will stimmen, die könnt ihr durch die Avenue, durch die Boulevard, nein, durch die Avenue Emil Reuter, an Rue Jean-Pierre Probst, das du tischt dem Kastell an der orthodoxen Kirche. All drei Minuten könnt du lo ein Ramm von 70 Meter, die Place de l'Étoile muss überqueren. Also sie könnt aus den zwei Richtungen, sie könnt aus der Emil Reuter, aber sie könnt einfach umgekehrt vom Glacier fort an die andere Richtung. Wenn sie also nicht gerade zeitgleich kommen, riskieren wir, dass all eine halbe Minute gehen könnt. Am D fuhr ich nicht nur mit voller Wittes. Die kommen ja aus der Emil Reuter raus und mussten da losfahren. Für Wertmehr geht um Keier und dann plus steuern sie eine Haltestelle an. Das heißt, die Place de l'Étoile riskiert, wenn ihr als Autofahrer vom Boulevard de la Foire fort könnt, den totalen Infarkt. Da schwätzt man auch gar nicht davon, dass der Route d'Allon ja auch noch ein Pôle d'Échange ist, dass auch noch ein Terminus ist von Bussen. Aber wie viele Leute dann da rumlaufen, das sehen wir ja heute um Aldringen, wie viele Leute dann da rumlaufen, also die Kreuzung da, die ist zum Tod verurteilt. Wir sind also eigentlich tous perdants. Die Autofahrer, Pendler an die Städte. Da fragen sich, für was geht Mordicus auf den Tram bestehen? A qui profit se crime? Aber es geht darum, die Autoren raus aus der Stadt zu kriegen. Seit den 60er Jahren gab es just zwei wesentliche Verbesserungen für den Autoverkehr an der Stadt. Sie gehen alle zwei so weit, wie ich weiß, auf den Grund vom schlechten Schmachs. Und das wird Roquette Bonnevoie, und das wird ein helles Gehstunde. Viel mehr kann ihn im Straßenraum nicht wesentlich erweitern, aber wesentlich verbessern. Wenn ihn aber nur ein Auto will, endgültig aus der Stadt rausholen, gut, da können entweder Vignetten erfahren, wie zu London, mit das wie unpopulär, es kann ein Parking in die Mensteuer machen, das geht zum Delio schon gemerkt, oder eben es blockiert den Straßen. Aber wir können den Straßen besser blockieren, wie man der Schikane, die den Tram durchstellt. Das ist ein Eisenernt ideologisches Ziel, das ist, den Autosverkehr raus aus der Stadt zu kriegen. Das ist das gut nicht. Mit Leuten gehen nicht nur am Unklaren gleich, was das wirklich Motiv vom Tram ist. Sie gehen auch unter nur ihrem Gefauert, was die wirklich Käste vom Tram sind. Heute wollen wir noch RTL hören, heute Mitte geht an der Chambre ein Projekt gestimmt von 230 Millionen an der Firma 2020 von der Klosteur auf die Finde. Das ist so ganz einfach falsch. Erstens sind die 230 Millionen, da könnt schon nach Partizipation von der Stadt Lützburg dabei, und dann den Ausbau Klosteur Finde, kommen ja noch ein etliche Hunderten Millionen dabei. Mit welcher Rode vor dem zählt sich, mit der Geschichte vom Tram, zählt sich die Zusatzestimation von den Kästen durch diesen Dossier. Sie wird immer aufgespielt. Ich kann nicht die Rechnung ganz genau machen. Zu Edinburgh gauf Göstermengen ist den Tram angeweiht, den ist 14 Kilometer lang, an den hat 776 Millionen Pfund kostet. Das sind 953 Millionen Euro für 14 Kilometer. Wir machen hier gerne 19 Kilometer, das kostet also 1.294 Millionen Euro. Ich kann in der Rechnung auch nach einer ganz anderen Richtung machen, wir haben schon Zeit genug dafür, jedenfalls so mir haut. Und ich bin froh, dass das am analytischen Bericht festgehalten wird. Die Tramsgeschichte kostet weit über 1 Milliarde und das ist die Fehlinvestition vom Jahrhundert. Wann ist das Problem, wo wir ja eins sind, man kann es da wirklich wird lesen, da geht es eine Lesung. Und das kann auch gesperrt gehen, das ist das Projekt vom Ingenieur Schummer, dem sein einziger Fehler ist, dass der Lützebäuer ist. Wenn es ein geringer Schweizer wäre, dann hätten wir den dort Projekt vielleicht schon heileien. Aus allen Himmelsrichtungen könnten sich, das ist kein Metro, es sind sich, könnten sich in der Stadt durchführen, an verschiedenen Haltestellen Passagiere rauslos. Der Bratz würde mir vorstellen. Nee. Okay. Wenn ich greife, gilt auch für diese Redner, adressiere dich in die Chambre. Liebe Kollegen, der City-Tunnel hat nur 4 Dele. Er gibt bedeuten, Männerverkehr durch die Stadt, Männerbusse, kein Zubau vom Straßenraum, keine Verschampelierung von unserer Stadt, kein unmögliches Chantier für Geschäftsleute, Männer umsteigen, viel mehr Kapazitäten, er wird mehr schnell, und er gibt höchstwahrscheinlich kein Cent mehr Dauerkasten wie der Projekt Tram. Denn Herr Gras hat viel darüber gesprochen, und Herr Berger hat das schon gesagt, weil ja all die Leute gegen den Tram wären, die er gewählt hätten, dann hätten wir mehr Prozent der Kritik bei den letzten Wahlen. Herr Berger ist so nicht, das ist eine falsche
Rechnung. Es so nicht, merkt hier ein geheimes Wort, und dann ist hier an dieser Chambre eine Majorität gegen das Projekt dran. Aber das ist schön, das merken wir. Denn Herr Moser hat die ganz gute Idee, praktisch abzurufen zu einem kommunalen Referendum, das scheint effektiv nach einer Möglichkeit zu sein, die ihr müsst gucken. Mir auch andere Leute haben sich gut ausgedrückt. Denn Franz Kolling, der Vorsitzende von der CSV-Fraktion von 1984 bis 1995, hat gestern geschrieben, alles am Wort, nur der gesunde Menschenverstand kann die sich anbahnende finanzielle und städtebauliche Katastrophe noch verhindern. Schon sehen einem CSV-Mann so viel Recht geben. Dann entscheidet ein anderer Text, den will ich auch nicht führen, den ist auch ganz gut. Staatsrat und Berufschambre kritisieren den Tram an der Welt gierdlich. Am Mengen an völlig zu Recht. Weil den Tram löst kein Problem, nicht ein. Mir schafft neuer. Und das über ganz lange Zeit. Potenziell sogar auf irreversibel Manier, nur dem es allein den überirdischen Schandchen soll so lange dauern. Ich verstehe bis heute nicht, wie ich kann, ob die kommen an einer alten Festungsstadt, die auf einem Fels leidet, will einen Tram zu bauen. Ich verstehe bis heute nicht, wie ein Tram, den er rennt innerstädtisch Transportmittel aus, irgendetwas soll in der Transportsituation von den Pendlern verbessern, die darauf gerade so müssen umklammern wie auf Busse. Ich verstehe bis heute nicht, wofür man soll eine halbe bis drei Viertel Milliarden, du hast den Schreiber sich geirrt, geht mir da ja, für so einen unsinnigen Tram haben, aber nicht eineinhalb Milliarden für innerirdische Zugverbindungen, die tatsächlich Probleme dafür lösen. Denn Tram als ein Projekt von vier Gestern, und das an den 60er Jahren aufgeschärft ging, weil an der Stadt von Demos kein Platz für hier an einer Transportmitteln zu summen wäre. Wenn ich nur rumkönne, passiert für allem etwas. Auto fahren an der Stadt, an Anstatt ran, an diese raus, geht quasi unmöglich. An ich fährte genie dat as it, wat das Regierung will. Den Text aus von Frank Engel, an dem man als Europadeputierte gewählt gehen. Du weiß ich nicht, hurt hirn, vielleicht dat er gewählt, dat kann ja Sinn, weil mir geht ein Traum Sinn, laut der Logik vom Herr Berger. Viel mehr wollte ich nicht zum Tramsprojekt nicht so, ich wollte auf die Heringsgeschichte auch noch zurückkommen. Ich fand effektiv, vier gehen für heute das Projekt halt zu stimmen, und ich meine, mein Freund Fernand Kartweiser hat schon gesagt, wo mein Projekt de loi juristisch verbal erklärt, dass er an der Prozedur raus, hätte müsste mit diesem Projekt zusammen gelöst gehen. Die hätte ja können mit ihrer Majorität näher stimmen, mit das einfach nicht richtig, dass den Lotzweig Moment könnt, wo es praktisch mal tard après dîner ist, wenn das Projekt halt durch ist. Die hat sowohl der parlamentarische wie auch der direkte Demokratie ein Bärendings gelegt, was die Unheirung von den Petitionären hier an der Chambre angeht. Die Regierung hat die Unheirung missbraucht, für eine Werbesendung für den Tram zu machen. Es war ein lamentable Maskerade von Demokratie, es war kein Dialog mit dem Bürger. Es war nicht einmal ein seriöses Unheirung vom Bürger. Es kann nicht so, les Petitionnaires ont été entendus, mais pas écoutés. Auch als Chambreskommission hat er Mengen an versucht. Sie hat einfach nicht dürfen zulassen, dass die Regierung hier auftritt mit Rollappen an für hier sehr Werbung möchte. Es sollte eine Unheirung und am besten Fall eine wirkliche Diskussion sein zwischen Parlamentarier und Petitionär. Schon zu Hause so viele Leute, was soll ich eine Petition schreiben, wenn der Toten erdehnt sich das, was dabei rauskommt. Wäre das, was wir bezweckt tun, wie man die Toten E-Petitionen angefordert. Mir etwas Gutes hat die Unheirung, nämlich mir verdanken der Unheirung, und da komme ich schon zum Schluss. Ein Zitat vom Herr Bausch, was am Mengen er wird an Geschichtsbücher an eine Kollektiverinnerung von unserem Volk angeht. Denn Herr Bausch so, stellen da, das hei als kein monumentales Projekt mit 570 Millionen. Ich muss so, dachte das hei als ein monumentales Projekt. Ein Monument, für das, was ideologische Verklärung kann errichten. Ein Monument gegen den gesunden Menschenverstand. An ein Monument, was Leute werden all der gesehen, aber wo sich all der können daran erinnern, Herr Bausch, wie nicht verbracht wird. Es sind hilfreich, dass meine Partei auf jeden Fall die monumentale Topischkeit da von Anfang an bekämpft wird. Und wir stimmen selbstverständlich gegen die Projekte.